Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und dies ist der dritte Teil meiner kleinen Videoserie zusammen mit Professor Dr. Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut der Uni Ulm. Und heute geht es um das Thema vollelektrische Autos, Elektromobilität. Was ist da die Zukunft oder ist das überhaupt die Zukunft? Wie stellt sich die Situation da mit Rohstoffen, mit der Akkuentwicklung und wo wird die Reise da noch hingehen? Das wird ein mega interessantes Thema. Ich denke mal, das interessiert uns alle. Deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Moment, bevor es richtig losgeht mit diesem Video, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Leider ist mir während des Interviews die Speicherkarte der Kamera vollgelaufen, sodass dann nicht das ganze Interview aufgezeichnet wurde, sondern nur ein Teil. Daher ist das Video ein bisschen kurz geraten und das Ende vielleicht ein bisschen holprig. Das bitte ich vielmals zu entschuldigen. Ich wollte euch den Rest aber nicht vorenthalten. Deshalb jetzt viel Spaß. Ja, und auch in diesem Video begrüße ich wieder ganz herzlich Herrn Professor Maximilian Fichtner, den Leiter des Helmholtz-Instituts der Uni Ulm und einer der wohl besten Experten, wenn es um das Thema Batterieforschung geht. Und wer die ersten beiden Folgen zum Thema E-Fuels und Wasserstoff verpasst hat, der kennt Sie vielleicht noch nicht, Herr Fichtner. Wollen Sie sich meinen Zuschauern vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker, Physikochemiker, bin geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung, bin Professor für Festkörperchemie hier in Ulm, leite eine große Plattform für elektrochemische Energiespeicherung, die die Standorte Ulm und Karlsruhe zusammenfasst und bin Sprecher eines sogenannten Exzellenzclusters, in dem 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neuen Themen zur Batterieforschung forschen und versuchen, das Lithium in Batterien durch andere nachhaltigere Optionen zu ersetzen. Ja, und Herr Fichtner ist nicht nur auf zahlreichen Vorträgen und auch auf YouTube mit seinem Fachwissen gefragt. Er betreibt auch einen eigenen Batterie-Podcast, den ich euch übrigens wärmstens empfehlen kann. Falls ihr den noch nicht kennt, dann schaut mal hier. Bevor es jetzt gleich weitergeht, eine kurze Empfehlung von uns für den eigenen Podcast von Professor Fichtner. Der heißt Geladen, der Batterie-Podcast und wird produziert von zwei Batterieforschungseinrichtungen. Patrick, erzähl mal kurz, worum geht's da? Ja, wir reden in diesem Podcast oft über Batterien für die Elektromobilität, über zukünftige neue Batteriematerialien, über Sicherheit, über Nachhaltigkeit und zum Beispiel über Recycling von Batterien. Also ganz neue Forschungsthemen direkt aus Ulm. Schalten Sie ein und abonnieren Sie. Ja, und wenn ihr eine Autoversicherung für euer E-Auto sucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner der Fair Finanzpartner OHG vorbei, Stefan Hamsen. Die haben garantiert einen passenden Tarif für euch. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, es gibt jetzt ja viele Kritikpunkte, die gegen die Elektromobilität immer wieder als vermeintliches Killerargument hergeholt werden. Da ist ganz oben die Rohstoffdiskussion, Kinderarbeit, Giftigkeit, Ressourcenknappheit etc. pp. Wie ist denn hier die Entwicklung bei Kobalt, Lithium und Co., Herr Fichtner? Also man muss vorweg sagen, dass etwa 8-9% des Kobalts, das weltweit gefördert wird, in Auto-Akkus geht, also Elektromobilität. Etwa 35% gehen in Handys und Notebooks. Das liegt daran, dass man dort praktisch 100% Kobaltoxid verwendet im Pluspol, während man in Autobatterien zunehmend weniger verwendet. Ursprünglich waren das auch mal 100%, dann waren es 30, dann 20, dann 10. Tesla ist bei 2,8% und jetzt fahren die ersten Flotten schon komplett ohne Kobalt rum. Also das Thema Kobalt ist in absehbarer Zeit Geschichte. Und zum Thema Wasserverbrauch, ich meine, da waren wir schon bei E-Fuels und beim Wasserstoff. Gerade bei der Lithiumgewinnung in Chile, da steht ja der Wasserverbrauch ganz oben auf der Negativliste. Wie ist denn da die wirkliche Situation, auch gerade in Relation zu anderen Industrien oder dem Tourismus? Also man muss sich das so vorstellen, da ist also ein Salzsee, da ist eine dicke Kruste, wie so ein Eispanzer, nur aus Salz obendrauf. Da bohrt man ein Loch durch und dann pumpt man das Salzwasser im Untergrund an die Oberfläche in so große Becken rein und die Sonne verdunstet dann das Wasser.
Und dann fallen die Salze dann graduell aus. Unter anderem Kochsalz, was hier auch als Streusalz mitverwendet wird. Da ist dann auch irgendwann mal Lithium dabei, Lithiumchlorid. Das wird dann zusammengekratzt auf so Haufen und die werden gewaschen mit Süßwasser. Und dafür wird also tatsächlich Süßwasser gebraucht. Das muss irgendwie aus Brunnen außerhalb kommen. Und das ist auch das, was so massiv in die Kritik geraten ist. Wenn man sich aber die Zahl mal genauer anschaut, und die sind erhältlich beim chilenischen Minenministerium, dann gibt es also dort in der Gegend drei große Verbraucherkategorien. Das eine ist also die Lithiumgewinnung. Dann gibt es die Hotels, die rund um den Atacama-See angesiedelt sind. Und dann gibt es die Kupferproduktion. Und tatsächlich ist es so, dass die Lithiumproduktion etwa den gleichen Wasserverbrauch hat wie die Hotels, die am Atacama-See außenrum angesiedelt sind. Die Kupferproduktion braucht etwa 8-mal mehr als die gesamte Lithiumproduktion. Und wenn Sie sich alte Presseberichte anschauen, da gab es in der Region auch schon Proteste der Bevölkerung in den 90er Jahren, da gab es noch gar keinen Lithiumabbau, wegen dem Kupferabbau, weil es hieß also, dass der die Gegend austrocknet. Und tatsächlich sinken die Wasserstände, die Grundwasserstände, allerdings schon seit den 60er Jahren. Ja, das heißt, da ist einiges im Argen, aber das kommt nicht hauptsächlich durch das Lithium, das kommt hauptsächlich durch das Kupfer. Ja. Deshalb haben die jetzt auch Gegenmaßnahmen ergriffen und haben Südamerikas größte Meerwasserentsalzungsanlage in Betrieb genommen. Da werden also pro Minute 300 Kubikmeter Rheinwasser hochgepumpt, um diese Aquifere zu entlasten. Seitdem sieht es wieder besser aus. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum unvermeidlichen CO2-Rucksack eines E-Autos. Da gibt es ja die ein oder andere Studie, die besagt, dass Akkuproduktion so viel CO2 erzeugt, dass man das im Leben eines E-Autos so gut wie nie wieder reinfahren kann oder frühestens nach 160.000 oder mehr Kilometern. Daher ist das alles irgendwie eine große Ökolüge. Ja, so zumindest die Kritiker. Und welche aktuellen Studien und Ergebnisse gibt es heute? Ja, also man kann vielleicht festhalten, dass in Untersuchungen, wo man, sagen wir mal, dieser Akkutechnik besondere Schädlichkeit zuschreiben möchte, gerne auf alte Daten zurückgegriffen wird. Und tatsächlich ist es ja so, solche Werte wie 160.000 Kilometer muss man erstmal fahren, bis man diesen Rucksack eingeholt hat. Die waren ja auch mal richtig, aber vielleicht vor 10 Jahren. Und das Feld ist halt so hochdynamisch und die ganzen Entwicklungen in dem Bereich werden immer mit weniger Energie durchgeführt, die Akkuherstellung. Und dann kommt auch noch verstärkt zunehmend jetzt Grünstrom oder grüne Energie mit in die Produktion rein, sodass Tesla für sein Model S mittlerweile angibt, dass sie nach 8.000 bis 9.000 Kilometern praktisch da von 0 auf 0 sind. Ja, die restlichen 991.000 Kilometer der Batteriereichweite fahren sie dann praktisch im Positiven. Und wohin geht die Entwicklung bei den Akkus? Wir haben ja gesehen, dass Kobalt jetzt schon so langsam auf Null gefahren wird. Lithium könnte auch bald ersetzt werden. Welche Entwicklungen stehen denn in den Startlöchern? Naja, im Augenblick ist es vor allem so, dass es technische Entwicklungen gibt, die kommen also eher von der Ingenieurseite, die es erlauben, immer mehr Speichermaterial in dem eigentlichen Batteriepack unterzubringen. Und das eröffnet eine Menge Chancen, auch Materialien, die bisher nicht zum Einsatz kamen, weil sie zwar preisgünstig sind, nachhaltig und ungiftig und sowas, aber vielleicht zu schwach auf der Brust waren von ihrer Speicherkapazität her. Die kann man jetzt auf einmal einsetzen, zum Beispiel das Eisenphosphat, und kann damit Batterien bauen. Dann gibt es noch ganz andere Entwicklungen, dass man jetzt, wie gesagt, das Lithium anfängt ersetzen zu wollen. Der prominenteste oder aussichtsreichste Vertreter ist das Natrium. Das ist chemisch irgendwie ähnlich wie das Lithium. Und der
Paukenschlag ist letztes Jahr eigentlich passiert, als der weltgrößte Batteriehersteller CATL angekündigt hat, in die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien einsteigen zu wollen. Und die haben ein paar Nachteile, aber sie haben auch viele Vorteile. Und ich gehe mal davon aus, dass wir ja, vielleicht in 10 Jahren ganz anders über dieses Thema sprechen, weil Natrium-Ionen-Batterien perspektivisch zwar ein bisschen schwächer sind auf der Brust, aber deutlich billiger sein können. Sie haben bei niedrigen Temperaturen haben sie eine höhere Restladefähigkeit. Bei minus 20 Grad haben sie noch 90% auf der Batterie. Sie sind schneller B- und entladbar. Und lauter solche Sachen. Und dann kosten sie vielleicht auch noch laut CATL 40-50% der bisherigen Batterien. Und da brechen dann Dämme, wenn sowas mal tatsächlich auf den Markt kommt. Ja, ist denn dann die lang ersehnte Feststoffbatterie überhaupt noch nötig? Ich meine, welche Vorteile hätten wir damit dann noch? Also Vorteile, die wir nicht auf andere Art auch schon erreicht hätten? Naja, also mit der Feststoffbatterie würden wir perspektivisch nochmal 30-40% höhere Reichweiten bekommen. Und da sind keine brennbaren Substanzen mehr drin. LFP brennt nicht, aber was brennt, ist der Elektrolyt. Und der Elektrolyt, das ist also eine Flüssigkeit, die das Lithium oder das Natrium transportiert. Und da ist ein Lösungsmittel dabei, das brennt vielleicht so ähnlich wie Benzin, sage ich mal. Ja. Und das ist einer der Gründe, weshalb es zu Batteriebränden kommt. Also wenn irgendwo ein Kurzschluss entsteht oder sowas, dann heizt sich das auf. Das Lösungsmittel verdampft, es entwickelt sich ein Druck in der Batterie, die platzt dann irgendwann auf und dann entweicht es und kann sich entzünden. Dann haben wir da einen Batteriebrand. Bei einer Feststoffbatterie hätte man diese brennbare Flüssigkeit eben nicht mehr. Die würde durch eine dünne keramische Schicht ersetzt. Ja, Herr Fichtner, was würden Sie denn jetzt jemandem raten, der sich heute ein neues Auto kaufen möchte und mit einem E-Auto liebäugelt? Soll er lieber noch warten, weil morgen kommt der nächste Technologiedurchbruch, oder kann er jetzt bedenkenlos zuschlagen? In dem Dilemma sind die Autofahrer im Jahr 1910 auch gewesen. Da hat es auch ständig bessere Fahrzeuge gegeben. Ich würde vor allem empfehlen, darauf zu achten, dass das Fahrzeug schnell ladefähig ist. Ich würde mal sagen, mit einer Reichweite von 400 bis 500 Kilometern und einer guten Schnellladefähigkeit kommen Sie heute überall hin. Ich kenne genügend Beispiele aus meinem Umfeld, wo der eine Kollege mal nach Kopenhagen gefahren ist, der andere in die Bretagne, der nächste nach Süditalien. Das geht alles. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fichtner. Das war ein super Schlusswort. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Videoreihe gefallen. Das war es für heute zum Thema Elektromobilität. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ja, und wenn ihr euch für ein Elektroauto interessiert, es aber vielleicht nicht gleich kaufen wollt, sondern es erstmal nur auf Zeit fahren möchtet, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch 2 Jahre, ja, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Die bieten nämlich sehr interessante Konditionen an, wo ihr euch um nichts kümmern müsst. Schaut mal hier. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin.